Matchball für Plauner Wasserballer. Die Jungs des SVV Plauen können mit einem Sieg heute Abend den Aufstieg in die spielstärkere Gruppe A der Deutschen Wasserballliga perfekt machen. Nach 3 von 5 Playoff-Spielen gegen den SV Cannstatt führen die Vogtländer derzeit mit 2:1. Der alles entscheidende dritte Sieg könnte im heimischen Stadtbad eingefahren werden. Sollten die Plauner den Matchball nicht nutzen können und das Spiel verlieren, müsste ein fünftes Spiel entscheiden. Das würde jedoch wieder in der Fremde ausgetragen. Doch die Schützlinge von Jörg Neubauer werden alles daran setzen, das Spiel heute für sich zu entscheiden. Die Torejagd im Plauner Wasserbecken startet 20 Uhr.